Willkommen zur literarischen Stunde. Wir stellen einmal im Jahr einen Künstler vor. Einmal im Jahr unterstützen wir Künstler. Und diesmal ist es Trisha Galore, ehemalig Patricia Gruber. Trisha Galore schreibt Bücher, sie ist Autorin, auch Entertainment. Sie stand also auch schon vor der Kamera. Ja, Trisha Galore hat 3 Bücher schon geschrieben. Diese 3 Bücher ist sozusagen eine Trilogie. Diese 3 Bücher sind lesenswert. Wir möchten Trisha Galore auf diesem Wege die Bücher hier vor Ort im Shop selbst und wie auch hier online den Zuschauern, den Kunden und auch den Freunden mal näher bringen. Wir wollen diese Bücher näher bringen von Trisha Galore. Trisha Galore macht die Perlenzauber-Trilogie. Perlenzauber-Trilogie. Das erste Buch handelt um die Geschichte von Eden und Jesse. Eden und Jesse, die tragisch Verliebten, sind deswegen tragisch verliebt, weil sie sozusagen von der eigenen Mutter verfolgt werden. Im ersten Teil, Eden und Jesse, die tragisch Verliebten, folgten im ersten Teil ihren verbotenen Gefühlen und wurden durch den Hass der Mutter auf ihre Tochter getrennt. Die Mutter war so verhasst auf ihre Tochter des Liebesglücks, dass sie ja, die Trennung vollzog. Denn Eden lebt jetzt in Boston, USA und die Jessie in London, England. Doch das Schicksal wird sie erneut vereinen. Das wird dann im zweiten Buch niedergeschrieben. Wodurch neues Unheil heraufbeschworen wird. Fortsetzung der Perlenzauber-Trilogie. Ja? Wie gesagt, Trisha Galore schreibt über Eden und Jesse, dass das wie gesagt 2 Geschwister sind. 2 Geschwister, die sich ineinander verlieben. Ist klar, dass die Mutter das nicht befürwortet und dadurch ein Hass entsteht. Beide, Eden und Jesse, sind Geschwister, die gegen ihre verbotene geächtete Liebe füreinander ankämpfen. Sie wollen, dass diese Liebe anerkannt wird. Als sie ihren Gefühlen letztendlich nachgegeben haben, riskieren sie, für immer getrennt und schwer bestraft zu werden. Geschwister, die sich lieben, das ist so eine Sache. Dieses Buch, diese Buchreihe, diese Trilogie, dieser Bücher Perlenzauber. So erstklassig geschrieben, dass man eintaucht. Ja? Und zum Schluss ist klar, verbotene Liebe bringt ja nun eine Frucht hervor. Sie ist klar, eine verbotene Liebe zwischen Geschwister, Eden und Jesse, die lange gekämpft haben, mussten um ihre verbotene Liebe endlich leben zu dürfen, sind dennoch vereint. Diese beiden Geschwister sind jetzt ein Paar und erhalten Nachwuchs. Doch die Schwierigkeiten und die Prüfungen, die ihre Liebe bestehen lassen, sind noch lange nicht überwunden und weder noch bestanden. Viel wollen wir ja nicht verraten. Aber diese drei Bücher jetzt im Sommer, wir waren gerade im Vorboten des Frühlings im Garten, haben uns die ersten Sonnenstrahlen, genossen. Und dann fiel uns ein, komm, wir machen diesen Videoclip. Wir ehren heute Trisha Galore. Wir zeigen diese 3 Bücher einem großen Publikum, vielen Zuschauern, vielen Freunden und wir diskutieren täglich mit Kunden über diese Bücher. Wir möchten Ihnen diese Bücher ans Herz legen, denn einmal im Jahr macht Ultra D Web TV, Sondersender NRW TV, einem Künstler die Laufbahn anders, indem wir nämlich für ihn Werbung machen, ihm helfen. Jeder Künstler aller Couleur, ja, aller Sprachen. Wenn wir hier mit Dolmetscher arbeiten müssen, werden wir vortragen und versuchen, ihm sein Werk auf den Weg zu bringen. Hier waren schon sehr viele Schauspieler, Theaterleute, Kameraleute, Regie, die ihre Filme gemacht und Filme vorgestellt. Jetzt halt ist eine Autorin dran,
die schreibt Bücher. Sie hat auch eine eigene Serie, sie hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, ist also bei Trisha Galore, Patricia Gruber, alles zu erfahren, zu erleben. Ja, und ihr könnt lesen. Ich finde Lesen toll, besonders, wie gesagt, die ersten Sonnenstrahlen, bald ist Sommer. Okay, es ist erst Frühling, aber trotzdem, bald ist Sommer, das geht so schnell, dann haben wir den Sommer. Ja, und wenn der Sommer da ist, haben wir was zu lesen. Drei wunderbare Bücher aus der Perlenzauber-Trilogie. Mehr verraten wir nicht. Wir finden es super toll, für Trish Galore, ihr die Bücher mal, Ihnen die Bücher, meine lieben Zuschauer, Kunden, Freunde bei Facebook, bei YouTube, im YouTube-Kanal, bei Facebook, Sondersender NRW TV, diese Bücher hier einfach mal vorgestellt zu haben. Ja, Perlen-Trilogie. Näheres erfahrt ihr natürlich bei Trisha Galore, Patricia Gruber, in ihrem YouTube-Kanal. Ja, schaltet ein und wir freuen uns, wenn wir darüber diskutieren, wie ihr diese Bücher gefunden habt. Ja, literarische Werke für die gemütliche Stunde. Perlenzauber-Trilogie von Trisha Galore. Viel Spaß!